Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von der Schattenbach. Ja, in der letzten Folge hatten wir gemäht gehabt. So, wir müssen aber jetzt nach dem Mähen schwaden. Also machen wir das mal, ne? Dann haben wir das schon mal hinter uns. Nee, nicht schwaden, wenden. Tut mir leid. Haben wir das schon mal hinter uns und dann können dann die Heuballen gepresst werden. Nämlich, ich habe die restlichen Flächen noch letztes Mal gemäht. Und dann ging es. Wo fangen wir an? Nach, wir fangen oben an. Arbeiten wir es von oben nach unten runter. Ja, wir tun, wenn mit. Was war das? 5,33. Ne, 6,33, Entschuldigung. Ich komme da immer durcheinander. Und dem Deutzwenner gezogen. Ist eigentlich super für die Arbeit. Schön wendig. Bisschen Leistung. So wie es soll. Ja. Und dann gucken wir mal, was wird. Entschuldigung. Ja. Nach der ganzen Geschichte hier mit dem Heu und alles wird flüssig Dünger auf die Wiese, nicht eher gesagt flüssig Dünger auf die Felder oder so. Und dann kommt auf die Wiesen Gülle drauf. So hatte ich es vor. Aber wir müssen hier noch was auf die Felder ansehen. Und dann machen wir auch noch. Geht eigentlich. Ja. Hier muss ich nämlich spritzen. Sieht man ja. Warum wohl? Erst mit Herbizid und dann mit Flüssigdünger. Oder ich könnte auch nochmal mit Stickstoff, also mit Kunstdünger reinfahren. Stickstoff. Aber. Die Kupplung. Es wird Zeit, dass ich ein neues Lenkrad bekomme. Meine Kupplung spackt. Aber mal gucken, was ich dann mir hole. Ob ich bei Logitech bleibe oder doch mir eine andere Marke angucken, Trustmaster. Nämlich, ich habe ja jetzt schon drei Logitech-Lenkräder, du. Ne, zwei. So. Und beides Mal ist bei mir die Kupplung gefreckt. Oder ich kaufe mir nur neue Pedale. Das kann ich auch mal überlegen. Ich habe letztens gelesen, einer hat gefragt, wie das Überladenskript hieß, womit ich 125% oder sowas aufladen kann. Das heißt, das kann ich jetzt gleich, also packe ich unter dieses Video jetzt hier mal in die Videobeschreibung oder in die Kommentare. Den Download-Link dazu, das von GitHub, vom Model Eichhorn Script. Das heißt, irgendwas mit Philippe oder sowas. Auf jeden Fall ist das praktisch. Wenn man noch ein bisschen eine Mähdresche hat, ist das halt super praktisch. Muss man nicht nochmal fahren. Das wäre was für den nächsten LS, was ich mir wünschen täte, dass man Anhänger so überladen kann, dass man auch optisch sieht.
Vielleicht kommt auch irgendwann mal ein neuer Wender. Aber erstmal muss der Schwader mal gucken. Also muss ich gucken, was ich für ein Schwader mir hole. Ich habe ja den Talek-Schwader. Oh, ich bin halt so zwiegespalten. Weil ich hier nur den Einkreiser habe. Ich mag damit gern Schwaden, aber trotzdem. Die Fläche, die ich hier mache, ist nicht wenig. Ja. Der schlägt sich gut, das ist die Hauptsache. Wir sehen uns aber mal wieder, wenn ich das Feld fertig habe. Also bis gleich. So, wir sind jetzt fertig. Ja, hat gepasst. Ist ja nicht viel gewesen. Drifte jetzt runter. Ich habe einen Schwader jetzt gefunden, mal gefunden gehabt, aber es war noch ein ganz alter Sternkreisel-Schwader. Hat so ein uraltes Ding, ne? Aber das wäre auch mal interessant noch. Hinten runter. Da. Müssen wir ja hier hinten überlegen, wo ich runterfahre. Ja, der Sternkreiseschwader ist halt alt, aber robuste Technik. Obwohl, den Talex nehme ich jetzt nochmal. Vielleicht ein, zwei Mal dieses Jahr und dann. Oder ich leih mir den nochmal vom Nachbarn aus. Mal gucken. Mein anderer Nachbar hat noch einen größeren, der wäre vielleicht auch noch was. Hat, glaube ich, 8 oder 7 Meter. Man muss gucken. Man muss ja schauen. Das erinnert mich gerade wie irgendwie live. Nur dass ich keinen Wender hinten dran hatte, sondern einen Kipper. Ich bin letztens mit dem 633 gefahren, oder? Mit dem Kipper dran. Hab die Wiesen doch noch gemäht. Kommt der rausgeschossen. Ah, der rutscht mir weg. So, dann mal gucken, was ich für eine Fresse bekomme vom Lohnunternehmer. Ich hätte gerne mal eine Krone-Presse getestet. Weil ich ja auf der Suche auch nach einer Rundbeinpresse bin.
So. Ja. Ich liebe diesen Schlepperding. Der ist klein, wendig und alles, kommt überall hin. Super. Wir sehen uns in der Zeit, nach der Zeitrafferaufnahme wieder. Ich wende jetzt erstmal den Scheiß hier fertig. Dann melde ich mich nochmal bei euch, ne? So zwischendrin. Aber jetzt kommt erstmal ein bisschen Zeitraffer. Ist ein bisschen entspannter für euch, ne? Also bis gleich. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done? So, wir sind fertig mit Wenden. Ging relativ fix. Aber der Kleine hat sich super gemacht. Eirat hat den Mann noch, also mit, also zwischendurch hätte mir Eirat gefehlt. Aber Allrad 6,33 kann man eh nicht zahlen. Ja. So, vielleicht gehen wir gleich nochmal ans Säen. Das können wir auch nochmal. Oder wie gesagt, ich muss Unkraut spritzen bei den Einfällen. Muss aber wenn hier mit ihm machen, weil der eine hat zu dicke Reifen, der andere ist zu groß. Heute ist sehr, sehr 6,33 lastig.
Da steht dann noch mit Trommelwerk. Ich muss noch sauber machen. Aber, apropos, nicht sauber machen. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie so ein Bild entsteht. Also so ein Thumbnail. Für den Schreiter. So. Warte. So. Den lasse ich gerade noch mal hier draußen stehen. Mal gucken, wo meine Spritze ist. Weiß ich nicht. Habe ich die mit hier reingestellt? Ja, die habe ich mit reingestellt. Da steht sie ja. Ist ein Feld oder zwei Felder davon betroffen? Ist nur eins. Ich muss mir nach dem Schnitt mal den Grünlackbelüfter holen. Um deutlich das Grünlack belüften. So. Habe ich denn noch Spritzmittel? Oder muss ich was kaufen fahren? Ich habe keins mehr. Ich muss kaufen fahren. Eine Sache muss ich aber gerade mal gucken. Ja, der ist da. So, da kaufen wir gerade mal, ich glaube, 30 Liter Kanister reicht und dann den Rest mit Wasser aufgefüllt. Ist ja Konzentrat, was ich dann habe. Und dann muss ich das ja auffüllen, dann, dadurch bekomme ich ja Spritzbrühe. Da steht noch der Tiefenlockerer. So, ich kaufe gerade mal. Und danach sehen wir uns wieder. So. 50 Liter Spritzbrühe fülle ich gerade mal auf. So, jetzt muss ich wieder zum Hof mit Wasser den Rest auffüllen. Dadurch habe ich komplette also eine Spritzbrühe genannt. Übrigens, die Mod gibt es auf ModHub. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Hier mit dem, hier, wie heißt es mit dem Spritzmittel? Mal gucken, ob ich da rankomme oder der von da direkt muss. Nee, es geht. Dann fahren wir mal wieder Richtung Feld da hoch. Dann haben wir nämlich statt gemacht, dann tun wir in der nächsten Folge Schwaden und ansehen. Dann können wir so machen, ja. In der nächsten Folge Schwaden ansehen. Das ist super.
auszusehen. Ja. Machen wir das so. Es gibt ein Feature an der Spritze, das muss ich euch jetzt zeigen. So, aber wir sehen uns mal gerade gleich wieder. Ich muss gerade mal kurz was gucken. So, jetzt zeige ich euch mal was. Klappt nämlich so auf. Batz. Batz. So, dann mache ich mir die Spritze an. So. Ist doch super. Muss ich mal kurz nochmal ausmachen. Ich lade mir mal kurz über meine GPS-App einen GPS-Kurs rein. Jetzt mal ein bisschen beeile. So, jetzt lüptet. So mustert. So. Ah, so. Dann bin ich jetzt damit auch schon fertig. Ging ja. Da habe ich gerade das Gestänge noch zusammen. Zack. Zack. Zack, zack. Stecke runterfahren.
Erster Gang, ey. Die Spritze ist mega. Aber fragt mich, ob ich einen Daumen dazu habe. Ich weiß es nicht mehr, wo ich die habe. Das ist irgend so Polenspritze. Ich glaube, bei LS-Portal gibt es die auch. Ja. Plane drüber. So, die stelle ich hier vorne mal im Hof wieder hin, den Bänder im IH. Den muss ich ja noch sauber machen, deswegen. So. Na komm, wir bereiten die 10 vor. Ah, dazu haben wir jetzt noch Zeit, komm. Mal gucken, ob wir überhaupt den Schwader rausheben können. Geht so. Man merkt, dass er vorne leicht wird. Apropos, ist mir gerade erst so eingefallen. Ich habe meinen Bassfrontlader verkauft bekommen mit Gabel. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Weil, ja, Konsole alles ab. Jetzt hat er nur, also an 743. Jetzt hat er nur noch das Wichtigste dran. So. Jetzt steht er da super vorbereitet. Ja. Warte. Hier habe ich das erste Silo-Block angeschnitten vom Silo hier. Ich muss hier oben drüber steigen, so. So, da ist er ab. Könnte man sich glatt überlegen, hier noch eine Fronthydraulik dran zu basteln, ne? Aber ob das sich lohnt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Hier oben sieht es auch gut aus, noch mit den Vorräten. Die werden mehr, die kommen, die nächste Charge kommt hier hin. Also hier die Reihe mache ich noch voll bis hier. Dann wird hier hinter gebaut.
Die Strohballen müssten eigentlich auch mal mehr werden. Dies hier. Den kann ich gleich noch waschen. Aber ne, darf ich in der nächsten Folge kommen. So. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Ich weiß, Wenden ist nicht so die schönste Arbeit, ne? Aber trotzdem. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zum Säen und Schwaden. Wenn wir es zeitlich schaffen. Ich hoffe es aber. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo da. Schreibt was in die Kommentare. Und dann sagen wir mal Tschüss und bis demnächst.